Solche Bilder kennen wir alle. Besonders die Landwirtschaft ist vom Wetter abhängig und so auch von den Wetterextremen betroffen. Wetter gab und gibt es schon immer. Zunehmend problematisch sind jedoch die Extremereignisse und besonders deren Häufung. Das haben uns die vergangenen Jahre deutlich gezeigt. Neben der Frühjahrstrockenheit bremsen auftretende Spätfröste regional die Entwicklung der Kulturen und können sogar zu Schäden an den Blühorganen führen. Folgt darauf noch eine anhaltende Trockenheit mit ausbleibenden Niederschlägen, resultiert daraus eine Dürre mit einer starken Ertragsdepression. Auf der anderen Seite kommt es immer häufiger zu lokalen Starkniederschlagsereignissen und Überschwemmungen. Die genannten Wetterszenarien stellen uns Landwirte in Mitteleuropa vor neue Herausforderungen. Zudem besteht Sorge um eine sichere Nahrungsversorgung, wie wir sie heute kennen. So sind Fragen bezüglich zukünftiger Anbauverfahren zur Ertrags- und Qualitätssicherheit im Pflanzenbau noch zu lösen und Anpassungsstrategien gefragt. Welche Wetterereignisse erwarten uns in Zukunft? Wie stellen wir uns darauf ein, um unter den Wetterextremen sicher produzieren zu können? Und wie können sich landwirtschaftliche Betriebe diesbezüglich finanziell absichern? Das wollen wir gemeinsam mit Experten und Praktikern diskutieren. Deshalb seien Sie dabei bei Horsch Live. Herzlich willkommen hier ins Horsch Live Studio nach Schwandorf. Mein Name ist Michael Braun und ich darf heute die Moderation des Abends übernehmen. Ja, der dritte Durchgang Horsch Live beschäftigt sich mit dem Thema Witterungsextreme. Wir haben gesehen, auch in dem Jahr 2022 eindrucksvoll, wie stark Hitze, wie stark Dürre zuschlagen können. Deswegen wollen wir uns auseinandersetzen, was erwartet denn uns Landwirte in Mitteleuropa in Bezug auf Witterung, in Bezug auf Wetterextreme und wie können wir da agieren. Ich habe dazu 4 Gäste hier ins Studio eingeladen. Einen Gast, den Herrn Dr. Frank Wechsung, den haben wir digital eingebunden. Herr Wechsung, herzlich willkommen. Herr Dr. Wechsung ist leitender Hallo. Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimaforschung und forscht dort seit 1992 an regionalen und globalen Auswirkungen des Klimawandels. Die These von Herrn Dr. Wechsung für diesen Abend ist: Anpassung an den Klimawandel durch eine atmende Landwirtschaft nach einer Rückkehr zur Vorratswirtschaft. Hier im Studio, live bei uns in Schwandorf, darf ich begrüßen Herrn Dr. Rainer Langner, Vorstandsvorsitzender der Vereinigten Hagelversicherung, seit 1991 im Vorstand und seit 26 Jahren Vorstandsvorsitzender. Herr Dr. Langner hat mir mitgegeben, aus seiner Brille, Ergebnissicherung im Ackerbau ist langfristig im Hinblick auf Klimawandel, Wetterextreme nur mit einer Ernteversicherung möglich. Herzlich willkommen bei uns. Zu meiner Linken darf ich begrüßen Karl Philipp Bartmer, Landwirt aus Sachsen-Anhalt, also eher aus dem südlicheren Teil, auf dem Betrieb AVG in Mücheln, 3000 Hektar Ackerbaubetrieb. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Bartmer hat nach seinem Studium zur Agrarwissenschaft seine Ausbildung intensiviert mit einem Masterstudium in Kopenhagen und vertritt heute die These, dass volatile Wetterbedingungen ein hochflexibles Handeln der Landwirte in Zukunft erfordern wird oder auch schon heute erfordern wird. Zu meiner Rechten als vierter Gast Philipp Horsch, herzlich willkommen, Geschäftsführer bei der Horsch Maschinen GmbH und natürlich unser heutiger Gastgeber. Philipp hat mir mitgegeben, weltweit sind Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Landwirtschaft spürbar. Daraus resultiert, dass wir in Zukunft Fingerspitzengefühl und Know-how bei den Landwirten wichtiger wird, als es jemals war. Ja. An der Stelle möchte ich noch kurz ans Publikum mich wenden. Wenn Sie, wenn ihr Fragen an uns hier im Studio habt, bitte live per Chat mitgeben. Wir werden immer wieder Fragen auch in die Runde einbauen. Zum Start möchte ich unseren Gast, den Herrn Dr. Wechsung,
ja, mit einer Frage letztendlich in die Runde bitten, nochmal eine Begriffsdefinition zu machen. Wir hören immer zwei Begrifflichkeiten. Das ist einmal das Thema Klimaveränderung und das Thema Wetterextreme. Können Sie das nochmal für uns einordnen? Ja, das Wetter gehört zum Klima. Das Klima setzt sich aus Wetter zusammen und formal aus 30 Wetterjahren. Das Klima ergibt sich als ein Durchschnittswert aus Wetterjahren. Wetterextreme gehören zum Klima. Und Wetterextreme treten insbesondere auf in Jahren des Klimawandels, wenn wir Verschiebungen sehen von einem in den anderen Klimabereich. Und ein Problem, was wir natürlich haben, in extremen Jahren, so wie wir sie in den letzten 2-3 Jahren in Deutschland erlebt haben, dass wir uns dann fragen, ist das nun schon das neue Gesicht des veränderten Klimas? Und dieses Wetterextrem, was wir gerade erleben, das prägt uns natürlich auch in einer bestimmten Weise, wenn wir auf das neue Klima gucken. Dürre und höhere Temperaturen werden sicher zum neuen Klima dazugehören, was uns erwartet, aber das wird noch nicht alles sein. Also dazu gehören auch erhöhte Häufigkeit von Starkniederschlägen, dazu gehören auch niederschlagsreichere Jahre, Witterungsextreme auch einer anderen Richtung. Ja. Herr Dr. Langner, das Jahr 2022 aus der Versicherungsbrille, war das ein Jahr mit einem hohen Schadaufkommen? Wie würden Sie das einordnen? Ja, wir sind ja als Versicherer in 10 Ländern Europas tätig und da haben wir extreme Unterschiede zwischen den Ländern. In Deutschland, glaube ich, war es eigentlich eher ein durchschnittliches Jahr, ein unterdurchschnittlich nicht, eher ein durchschnittliches Jahr, kein Jahr mit extremen Schäden. Man muss natürlich sagen, dass in Deutschland überwiegend die Hagelschäden, Starkregen- und Sturmschäden versichert sind. Dürre ist eher wenig versichert, ich würde mal sagen, vielleicht 100.000 Hektar sind gegen Dürre versichert in Deutschland. Insofern ist die Dürre, die wir in diesem Jahr erlebt haben, auf der Versichererseite noch nicht so durchgeschlagen. Aber wir kennen natürlich viele Regionen, die erhebliche Schäden hatten, insbesondere natürlich bei den späteren Kulturen. Mais, wie jeder kennt die Bilder. Wir versichern das unter anderem auch in Luxemburg, Belgien. Da haben wir schon extreme Schäden auch regulieren müssen. Also von daher das Jahr 2022 eher ein durchschnittliches, aber sehr unterschiedlich auch in den europäischen Ländern. Im Baltikum nass und sturmreich mit auch erheblichen Schäden. Im Westen eher trocken mit Dürreschäden. Herr Bartmann, Sie als Praktiker des Jahr 2022, wie ist das bei Ihnen im Betrieb abgelaufen? Ja, also wir im Süden Sachsen-Anhalts schauen ehrlicherweise auf ein sehr gutes Jahr zurück. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, auch wenn wir kommen aus einer gebeutelten Zeit, muss man wirklich sagen. Ich habe 2019 meine Berufslaufbahn in Mücheln begonnen und habe dort erlebt, was es bedeutet, eben wirklich unter extremen geringen Niederschlägen Landwirtschaft zu machen. Und wir haben ja in 2022, gerade was die Winterkulturen angeht, erstaunlich gute Erträge ernten können, was meiner Meinung nach aber vor allem daran liegt, dass wir 2021 ein absolut überdurchschnittliches Niederschlagsjahr in Mücheln hatten. Bei den Sommerkulturen haben wir schon gesehen, dass diese geringen Niederschläge, also wir reden am Standort Mücheln jetzt bis zum heutigen Tage im Kalenderjahr von 335 mm Niederschlag, da kann sich jeder ausrechnen, das war beim Mais dann schon deutlich schwieriger. Also da reden wir von nicht einmal 30 Tonnen Frischmasse pro Hektar. Ich habe eine Frage an Herrn Langner. Nach den Ausführungen von Herrn Wexum müssen wir uns auf Extreme einstellen und auf eine Zunahme von Extreme. Sehen wir die schon die letzten Jahre? Kann man das aus der Versicherungswirtschaft schon ableiten? Oder würden Sie sagen, wir sind noch nicht in der Zunahme der Extreme drin? Nein, ich glaube, eindeutig sehen wir die Zunahme an Wetterextremen. Was wir ganz vergessen bei der Betrachtung der trockenen Jahre 2018 bis 2022,
war zum Beispiel das Ahrtal im letzten Jahr. Ich glaube, das blenden wir gerade aus. Das ist ja auch ein Ergebnis einer Intensivwetterlage gewesen, die uns Niederschlagsmengen gebracht hat, die wir an den dortigen Wetterstationen bis dato nicht gemessen hatten. Und diese, ich sag mal, irgendwann ist eine Menge erreicht, die dann tatsächlich zu solchen Katastrophen führen. Und da könnten wir wahrscheinlich noch einige Extreme mehr nennen. Ich brauche bloß nach Italien runtergehen, die auch eine Wettersituation hatten, die bis dato nicht kennen. Also wir in Deutschland und auch die klassischen Schadenversicherer erleben deutlich mehr Schäden, Stürme, mit vor allem Tornados. Ja, wann waren Tornados bei uns ein Begriff? Das kannte man nicht. Das erleben wir im Moment jedes Jahr. Und das ist eindeutig auch ein Ergebnis dessen, was uns wahrscheinlich auf Dauer etwas mehr treffen wird. Philipp, global betrachtet 2022, wie war das oder wie ist es noch? Sind wir nicht abgeschlossen? Global hatten wir doch durchaus sehr extreme Wetterlagen in verschiedenen Regionen und ich hatte das Privileg, dieses Jahr wieder sehr viel unterwegs zu sein und habe sehr viel davon auch unmittelbar mitbekommen und angefangen in Südamerika, in der Mitte von Südamerika, also das südwestliche Bereich von Brasilien ist komplett vertrocknet, Paraguay ist komplett vertrocknet. Dann wenn man rübergeht nach Südafrika, in Südafrika war es eher zu nass dieses Jahr. Ich habe in Südafrika dieses Jahr einen Landwirt besucht, der hatte seine Flächen im September begonnen zu bearbeiten vor der Saat, um sie auszutrocknen. Und dann weiter in Australien. Australien, das sehen wir ja in den Medien, ist komplett abgesoffen, komplett. Die Landwirte im Osten von Australien sind immer noch in der Ernte. Viele haben noch nicht mal angefangen, sollten jetzt eigentlich fertig sein. Das Getreide geht am Halm kaputt. Also wir haben mit ganz extremen Wetterlagen zu tun. Die Mitte von Nordamerika war vertrocknet. Die Mitte von Europa war vertrocknet. Also wir haben großflächig verschiedenste Extremwetterlagen erlebt. Herr Dr. Wexung, ist das ein Thema, auf das wir uns einstellen müssen, dass die Wetterlagen extremer werden oder dass sie länger bei uns bleiben, wenn sie sich eingestellt haben? Letzteres. Also wir haben doch sehr starke Indizien in Mitteleuropa, aber auch darüber hinaus, dass Wetterlagen einfach länger am Ort verbleiben. Und daraus resultieren dann diese Extreme, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben. Also wir fassen das unter dem Stichwort einer erhöhten Persistenz zusammen und diese erhöhte Persistenz ist sowohl für Extreme in Verbindung mit Starkniederschlägen verantwortlich, also die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, die es auf eine auf eine Wettersituation zurückzuführen, die über mehrere Jahre, über mehrere Tage stabil diese feuchten Luftmassen aus Südwesten heranführte. Und die Trockensituation, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die korrelierte eben sehr stark mit einer hohen Beständigkeit von Hochdruckwetterlagen über unserem Raum. Und diese Tendenz zur Persistenz von Wetterlagen, die sehen wir ja insbesondere in den gemäßigten Breiten rund um den Erdball. Diese angesprochene Persistenz, also das länger Einstellen einer Wetterlage, wie kommt es zustande, beziehungsweise was hat sich verändert, dass wir dort eine erhöhte Persistenz sehen? Also wir analysieren das Phänomen im Prinzip aus zwei Richtungen. Zum einen gibt es physikalische Überlegungen über die Folgen eines verminderten Temperaturgradienten zwischen den Subtropen und der Arktis, die dazu führt, dass sich die Höhenwinde, also der Jetstream, stärker ausschleift und in den Zwischenräumen der Schleifen
lagern sich die Hoch- und Tiefdruckgebiete an und verbleiben dort längere Zeit. Ja, das ist die Erklärung aus der Klimatologie dazu, ist allerdings auch Gegenstand noch intensiver Debatten. Auf der anderen Seite sehen wir diese Persistenz in unseren Analysen, also wenn wir uns historische Reihen ansehen, dann können wir feststellen, dass es eine Tendenz zur zunehmenden Persistenz von Wetterlagen gibt, die wir aus den Beobachtungen rausfiltern können. Also das Phänomen existiert. Es gibt eine Erklärung dafür und die Erklärung ist hochgradig plausibel. Was wir allerdings feststellen, dass dieses Phänomen, also diese stärkeren Ausschleifungen des Jetstreams in den Klimamodellen zumindest nicht in dieser Ausprägung implementiert sind, wie wir sie in den letzten Jahren beobachtet haben. Okay. Aber das bedeutet, wir bekommen, wenn trocken, dann längere Phasen, aber natürlich dürfen wir auch so im Jahr nicht vergessen, auch es kann zu längeren nassen Phasen kommen. Herr Bartmann, wenn Sie das jetzt mitnehmen, wie denken Sie, müssen Sie in Zukunft im Betrieb aufstellen oder auch heute schon, um da agieren zu können? Ja. Ich glaube, dass gerade diese länger anhaltenden Wetterphasen uns Landwirte einfach vor eine große Herausforderung stellen, einfach doch deutlich flexibler reagieren zu müssen, auch mit einer höheren Schlagkraft zur richtigen Zeit. Ich denke, wir Landwirte sind uns immer einig, dass Landwirtschaft ein Termingeschäft ist, aber dieses Thema Termingeschäft bekommt dadurch nochmal eine ganz neue Bedeutung. Und wir haben das in diesem Jahr auch wieder mit dem Thema Aussaat Raps gesehen. Ja, das war auch eine Trockenwetterlage, die relativ hartnäckig zumindest in Mitteldeutschland hing. Und die Frage war, wann habe ich den Mut, mit der Drehmaschine auf meinen Acker zu fahren? Und da gibt es, glaube ich, kein Falsch. Wir wünschen uns genauere Wettermodelle, die uns vielleicht morgen helfen, dort unsere Betriebsorganisation früher darauf anzupassen. Aber die wichtigste Voraussetzung für uns als Landwirte ist einfach, jede Situation im Ist-Zustand zu analysieren und darauf die passende Entscheidung zu treffen. Und wir werden nicht mehr sagen, am 25. August fange ich an, meinen Raps zu drillen. Das ist, glaube ich. Und ich möchte es bestätigen, ich glaube auch, und das hören wir ja vom Herrn Wechsung, wir müssen uns ja auf beides einstellen, auf Nässe sowohl als auch auf Trockenheit, auf diese Extremsituationen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass das auch heißt, wir müssen natürlich auch dann in der Adaptionsfähigkeit, so wie du beschreibst, natürlich uns auf beide Extreme adaptieren können. Also es geht hier nicht nur um Trockenheit. Ja. Trockenheit ist sicherlich im Moment das, was uns prägt, vor allem hier aus diesem Jahr heraus und hier in Deutschland. Aber wenn ich nach Australien heute gehe, prägt in Australien natürlich die Nässe. Ja. Und das wird auch bei uns immer wieder mal so sein, dass uns mal Nässe prägt und auch Trockenheit. Und wahrscheinlich müssen wir auch damit rechnen, dass das innerhalb eines Jahres abfolgt. Oder vielleicht regional, wenn man, du hast einen größeren Betrieb, da kann es sein, auf einer Ecke erst mit Nässe zu und auf der anderen Seite mit Trockenheit. Und ich gebe dir recht, am Ende hat es dann damit zu tun, dass du ein hohes Maß an Adaptionsfähigkeit hast. Ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl, ein hohes Maß damit, mit den Situationen eben umzugehen. Und auch an Informationen, eben auch zu wissen, also Daten, die mir morgen helfen können, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist eben, das können eben diese Modelle sein. Wir haben vorhin einmal dieses Beispiel beschrieben, im Betrieb, in einem Teil des Betriebes kommen 30 mm Niederschlag, im anderen Teil ist es trocken. Dann ist das morgen die Herausforderung, auch diese 30 mm dort zu nutzen. Naja, es geht aber auch darum, dass ich die Wettervorhersage präziser bekomme. Wir wissen, dass sie wir haben tolle Rechner und die kalkulieren und machen Modelle und trotzdem fehlt uns oder haben manche doch das Gefühl, dass sie nicht unbedingt besser geworden sind. Und was wir natürlich sehen ist, so nehme ich auch Wetterexperten mit, dass ich sozusagen, wer kleinräumig vorhersagen will, muss auch kleinräumig messen. Und da habe ich natürlich irgendwann schon eine Grenze nach vorne. Ich kann nicht nach 3 Wochen, 4 Wochen nach vorne exakt die Wetterlage vorhersagen, was da kommt. Gut, wenn ich natürlich ein stabiles Hochdruckgebiet habe, dann ist das immer sehr viel leichter. Aber wenn Sie instabile Wetterlagen haben, ist das nicht ganz so einfach. Aber deswegen ist Wetterinformation schon extrem wichtig.
Und wir als Versicherer, also wir als Vereinigte Hageversicherung, arbeiten daran. Wir haben im Moment schon 1000 Wetterstationen aufgestellt mit unseren Landwirten, weil wir einfach da das Problem sehen oder die Herausforderung sehen, mit diesen Informationen mehr, ich sage, Mehrwert zu schaffen, auch für die Landwirte und dann vielleicht gegebenenfalls auch für uns, um darauf Versicherungsprodukte aufzubauen. Herr Dr. Wechsung, das ist fast eine Frage, denke ich, die müssen wir Ihnen nochmal zuspielen für das Thema Prognosemodelle und Vorhersage. Wie weit man denn heute wirklich vorhersehen kann oder vorhersagen kann und ab wann wird es denn vielleicht zum weiten Teil auch schwammig, das Ganze? Ja, die Meteorologen sagen ja, alles bis zu einer Woche lässt sich vorhersagen, vielleicht noch bis Vorhersagegrenze, gegenwärtig so wahrscheinlich Prognosegrenze bei 2 Wochen. Möchte vielleicht insofern dem Herrn Langner widersprechen, dass es durchaus auch objektive Daten dazu gibt, dass die Wettervorhersage in den letzten Jahren an Qualität gewonnen hat. Also auch mein subjektives Empfinden. Allerdings ist die Wettervorhersage auch nur so gut wie das Messnetz, was darunter liegt. Denn was häufig nicht gesehen wird, dass Wettermodelle nur ein Element der Wettervorhersage sind. Häufig müssen diese Prognosen im Nachhinein korrigiert werden und sie werden korrigiert unter Nutzung von lokalen Informationen und die stammen aus Wetterstationen. Alles, was über 2 Wochen hinausgeht, ist tatsächlich schwierig. Nun wird sich manch einer sagen, naja, wenn das so schwierig ist, wieso trauen sich dann die Klimatologen den Klimawandel vorherzusagen? Und darauf hat Richard Latif immer das schöne Bild, ja, ich kann jetzt nicht vorhersagen, wie der Winter genau wird, aber ich kann sagen, dass der Winter wärmer wird als der Sommer. Also ich kann das zur klimatischen Charakteristik sagen. Und das macht den Kern der Klimamodelle aus. Natürlich haben sie den Anspruch, vorherzusagen, wie sich bestimmte Risiken für Extremwetterlagen verändern, wie sich bestimmte Ausprägungen verändern. Und von der Konzeption sind die Wettermodelle dazu in der Lage. Und ja, das ist ein laufender Prozess, wo die Klimamodelle im Prinzip an das Geschehen angepasst werden. Und sie haben ja auch gezeigt, also gerade in den letzten 20 Jahren haben sie im Prinzip gezeigt, dass sie die Temperaturentwicklung vergleichsweise präzise vorhergesagt haben. Problematisch ist natürlich die Entwicklung der Niederschläge, aber auch hier gibt es durchaus Tendenzen aus den Klimamodellen, die wir in den Beobachtungen wiederfinden. Ich würde gerne eine kleine Frage einbauen wollen aus dem Publikum. Und zwar ist die Frage in die Richtung, wird das Wetter kleinräumiger oder ist es nur eine Gefühlslage? Und wenn es kleinräumiger wird, gibt es dafür eine Erklärung? Das nicht sagen, dass das Wetter kleinräumiger wird und das hängt mit dieser Persistenzproblematik zusammen, also dass die Druckgebiete länger auf einem in einer Region bleiben und das wird nochmal gestützt durch eine andere Wettergröße, die nicht so sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die Windgeschwindigkeit. Also die Windgeschwindigkeit hat sich in den letzten 50 Jahren kontinuierlich vermindert, sowohl in Europa als auch in Asien. Und die Klimamodelle zeigen das auch. Also die durchschnittliche Windgeschwindigkeit, nicht Windgeschwindigkeit von Extremereignissen. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass die Wetterlagen ortsgebundener sind. Wenn es lokale Erfahrungen gibt zu einer möglicherweise stärkeren Kleinräumigkeit,
Da muss man sich auch nochmal genau ansehen, wie hat sich möglicherweise die Umgebung in den letzten Jahren verändert. Also wenn Sie zum Beispiel in der Nähe von einem gefluteten Tagebausee wohnen, dann ist ganz klar, dass sich die kleinräumige Meteorologie umgestellt hat und dass es dann auch zu stärkeren Änderungen kommt und gefühlt möglicherweise das Wetter kleinräumiger. Also ich würde eine solche Tendenz eher nicht erwarten, dass es kleinräumiger wird, sondern eher großräumiger. Herr Dr. Wechsel, vielleicht ganz kurz von meiner Seite als Erfahrungspunkt. Vielleicht ist es nicht die Wetterlage, die kleinräumiger ist, aber es sind die Niederschlagsereignisse. Also ich habe das Gefühl, dass vielleicht dass die Gesamtwetterlage auf Regen gepolt ist. Das ist das, was eben die Wetterprognosen uns auch sagen. Ich möchte auch gerne Herrn Dr. Langner da unterstützen, dahingehend, wie wir als Landwirte uns dann oft auf Regen gefreut haben und festgestellt haben, dass das dann wiederum sich in kleinräumigen Regenereignissen aufgelöst hat, wo dann die Stellen, die Regen bekommen haben, tatsächlich auch größere Mengen bekommen haben, eine höhere Konzentration hatten und andere Stellen wiederum entgegen der Prognose leer ausgegangen sind. Na, wir machen ja als Versicherer, natürlich haben wir unheimlich viele Wetterstationen stehen. Mhm. Auf jedem Feld steht eine Wetterstation. Wenn da nämlich was passiert, meldet der Landwirt, dass da was passiert ist. Also von daher haben wir eine relativ gute Übersicht. Und ich werde häufig gefragt, hat sich das Wetter oder hat sich das Schadengeschehen geändert? Und wir können ehrlicherweise, müssen wir sagen, dass dass die Hagelschäden in den letzten 10, 15 Jahren in der Summe vom Schadensatz her eher konstant geblieben sind. Mhm. Nun haben wir sicherlich auch Einflüsse wie züchterischen Fortschritt, Schotenfestigkeit beim Raps. Also es gibt sicherlich auch andere Faktoren als nur das Wetter. Aber was wir schon beobachten, ist die Intensität von Einzelereignissen, die schon enorm ist. Und da, Herr Wechsel, da haben wir auch das Thema Sturm dabei. Im Durchschnitt mag es weniger sein, aber die Peaks nach oben, die sind, glaube ich, so wie wir das beobachten, doch etwas intensiver geworden. Und für den Einzelnen, für die betroffene Region oder für den Landwirt ist ja das Ereignis, was er vor Ort hat und nicht die Dimension, sondern die Intensität, die er erlebt, ja entscheidend, weil das entscheidet darüber, ob er ein gutes oder ein schlechtes Jahr hat. Mhm. Kurz noch eine Anmerkung von mir dazu, ja. Dieser Kleinräumigkeit. Ja. Also was wir natürlich hier auch berücksichtigen müssen, dass wir heute ja einen ganz anderen Maßstab haben, wenn wir über regionale Wetterereignisse reden. Also wir haben eine Wetterprognose, wie wir sie vor 30, 40 Jahren nicht hatten. Also jeder Landwirt im Prinzip beginnt dann den Arbeitstag mit einem Blick aufs Handy und die lokale Wetterprognose. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass die Wettermodelle können das kleinräumig einfach nicht auflösen. Möglicherweise werden wir in dieser Richtung mit der zunehmenden Rechenkapazität durchaus noch Qualitätsverbesserungen sehen. Aber wir müssen immer berücksichtigen, dass so eine Aussage, das Wetter wird vielfältiger oder kleinräumiger, sich häufig auf eine Wetterprognose bezieht. Und das mag so ein subjektives Bild auch verfälschen. Nun arbeiten wir jetzt gerade in so einem Forschungsprojekt mit, was gerade neu gestartet wurde, um mal zu schauen, wie ist denn zum Beispiel eine langfristige, ich sag mal, keine Prognose, wie viel Niederschlag pro Tag dann irgendwann in 8 Wochen fällt. Das hat es nicht zum Ziel, sondern wir arbeiten daran, um festzustellen, wie in den nächsten 3 bis 5 Monaten die Großwetterlage tendenziell sich entwickeln wird. Da nutzt man tatsächlich sozusagen Großwetterlagen, also global, und modelliert das, wie haben in der Vergangenheit bestimmte Wetterkonstellationen sich dann sozusagen ausgewirkt für bestimmte Standorte. Also es ist ein hochspannendes Projekt. Da gibt es ein paar Hoffnungen, dass man einfach mal so ein bisschen Trends erkennen kann für Regionen. Natürlich nicht das bis ins letzte Detail, dass sie genau wissen, wann sie wie viel Dünger, Pflanzenschutz und so weiter machen können. Aber dass man zumindest vielleicht frühzeitig schon weiß, mit welcher Witterung habe ich eigentlich zu rechnen im Frühjahr oder so. Mhm. Mhm.
Ich würde gerne noch einen Aspekt von gerade eben aus der Diskussion nochmal aufgreifen. Philipp, du hast gesagt, das Thema Adaptionsfähigkeit, Anpassbarkeit im Betrieb, wird mir abverlangt. Wenn es trocken ist, wenn es ins Nasse reingeht, manchmal ein abrupter Übergang, dass ich genau die zwei Situationen im Betrieb habe. Technisch merken wir diese Herausforderung. Wie gehen wir damit um? Gibt es da Entwicklungen aus der jüngeren Vergangenheit, die du genau da verorten würdest? Ja, wir merken das schon, dass wir die letzten Jahre deutlich mehr mit extremen Situationen konfrontiert werden bei unseren Kunden, bei den Landwirten draußen, vor allem wenn wir es jetzt europaweit betrachten. Wir werden da mit dem ganzen Spektrum konfrontiert, also mit nassen Aussaatbedingungen, mit schwierigen Aussaatbedingungen, mit extrem trockenen Aussaatbedingungen. Das merken wir deutlich und wir stellen uns da natürlich massiv drauf ein, und zwar in allen Bereichen. Und ich darf vielleicht bloß mal ein Beispiel dazu anführen. Wenn wir unsere Sätechnik anschauen, dann haben wir bis vor 10 Jahren mit einem Scheibenschar im Prinzip alles abgedeckt. Und heute haben wir in dem Scheibenbereich 5, 6 verschiedene Scharsysteme. Und die sind ja nicht umsonst entstanden und auch nicht aus irgendeiner Laune heraus, sondern die sind entstanden, weil wir Herausforderungen gesehen haben, weil wir Anforderungen bekommen haben, weil Erwartungen da sind. Und das hat einen großen Einfluss auf Entwicklungstätigkeit. Und wir beschäftigen uns natürlich mit dem Detail und wir beschäftigen uns natürlich damit, wie wir in der Saat besser einbetten können. Wir beschäftigen uns damit, was wir tun können, um den Fokus auf die Einzelpflanze mehr zu lenken, um Bestandesführung besser hinzubekommen. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die wir anschieben. Und die haben natürlich damit zu tun, dass wir regelrecht bombardiert werden mit Anforderungen und dass wir auch die Themen draußen sehen. Und das könnte man schon auch so sehen, dass das indirekt schon eine Folge der Extreme sind. Ist das auch ein Thema, das Sie so sehen am Betrieb, beziehungsweise wenn Sie sich heute aufstellen müssten technisch, welche Überlegungen würden Sie damit einfließen lassen? Also ich denke, ein ganz wichtiger Stichpunkt ist das, was Philipp Rosch gesagt hat, ist wieder der Fokus auf die Einzelpflanze. Darin sehe ich gerade an einem Standort, wie wir ihn in Müchen haben, der schon zu den absoluten Trockenstandorten gehört, mit 450 mm im Jahresschnitt, dass wir einfach gucken müssen, dass wir der Einzelpflanze das beste System bieten. Also es ist angefangen von einer gesunden Bodenstruktur, einem lebendigen Boden, bis hin zu seiner Nährstoffversorgung, dass man einfach sagt, ich muss eine einzelne Pflanze die besten Voraussetzungen wie möglich geben, aber ich darf nicht das Ziel haben, möglichst viel Masse zu produzieren, sondern wir probieren ganz aktiv unsere Saatstärken massiv zu reduzieren. Also wir sind ja jetzt keine Extremisten, aber wir reden ungefähr über 160 bis 180 Körner Weizenaussaat, weil wir einfach sagen, an einem Standort wie Müchen sind wir kein Hochertragsstandort, sondern unsere größte Herausforderung ist eben mit dem Wasserhaushalt vernünftig umzugehen, um sicherzustellen, dass wir diese Kultur auch bis zur Ernte bringen. Und das heißt eben nicht, indem wir wahnsinnig viel Biomasse produzieren, sondern dass wir am Ende genug Kraft und Wasser haben, vor allem um gescheite Korneinlagerung zu gewährleisten. Das heißt, am Ende die Prämisse, der du folgst, Karl-Philipp, ist am Ende die, ich versuche nur das zu tun, was am Ende Ertrag bringt. Richtig. Und ich versuche das zu vermeiden, was Wasser verbraucht. Genau. Und das heißt, in einem Standort wie Müchen, wo wir eben zwischen 250 mm im Jahr und 670 mm im Jahr entscheiden müssen, heißt es, dass ich mich schon eigentlich jeden Tag fragen muss, mit welcher Intensität mache ich das? Und auch in den richtigen Momenten einfach mal zu sagen, ich mache es nicht. Also da habe ich mit meinem Vater auch lange Diskussionen, wo der Vater ist da deutlich mutiger als ich, teilweise lässt er das Fungizid im Frühjahr komplett weg. Ich bin einfach nicht so erfahren und gehe dann doch nochmal auf die Sicherheitsvariante und spritze dann ein Fungizid in das EC31. Ja, aber deswegen ist es da wichtig, auch zu sagen, man macht auch mal eine Nullparzelle und geht als Landwirt dann da 2 Wochen später nochmal hin und schaut und macht eine Erfolgskontrolle. Und ich glaube, diese Flexibilität in der Intensität, was nicht bedeutet, dass ich bei Abstriche mache, bei Grundnährstoffversorgung, bei Bodenbearbeitung, da bin ich ganz fest von überzeugt, diese Systeme müssen passen. Aber in der Führung meiner Kultur, soweit mir die Kultur das zulässt, das muss man ja auch unterscheiden, glaube ich, erfordert es an einem Standort, wie ich ihn jetzt betreuen darf,
eine hohe Flexibilität in der Führung. Aber es ist doch schon schwierig, sehr schwierig stelle ich mir das vor, mal zu entscheiden, ich bin im Frühjahr und ich muss Maßnahmen einleiten und ich weiß nicht genau, bin ich da irgendwann mal bei 280 oder 300 Millimeter Niederschlag oder tatsächlich bei 600. Also da liegt ja eine große Spanne dazwischen. Und ja, worauf ziehen Sie denn natürlich dann ab? Sie, gehen Sie vom Mittelwert aus, dass Sie wahrscheinlich irgendwann 450 Millimeter mal so als Größenordnung haben und darauf sozusagen die Ertragserwartung aufbauen mit all den Maßnahmen? Ja. Also das ist sicherlich das Ertragsmittel, was wir da irgendwo im Hinterkopf haben, aber dann ist es vor allem gerade für das Frühjahr ganz entscheidend, ist, wie sind die Wasserreserven. Also für uns ist der Winter das eigentlich das alles entscheidende Wetter, der alles entscheidende Wetterzeitraum. Gehen wir mit aufgefüllten Wasserreserven in das Frühjahr oder gehen wir wie 2019 mit trockenen Böden in ein Frühjahr, in dem auch nicht viel Regen kam? Und dann heißt es für mich auch, meine Stickstoffdüngung zu reduzieren, weil wir müssen ja einfach schauen, wenn ich meine Düngebedarfsermittlung mache, dann basiert hier auf den Ergebnissen der letzten 5 Jahre. Und ich könnte natürlich jetzt los dahergehen und sagen, ich streue meinen ganzen Stickstoff, so wie mir die Düngebedarfsermittlung das zulässt. Kann natürlich dazu führen, dass ich in diesem Jahr, ja, ich habe 50 Doppelzentner Weizen 2019 geerntet, eine brutale Überhänge produziere. Ja, und es zerhaut mir meine Nährstoffbilanz. Über die Düngeverordnung wollen wir an der Stelle jetzt hier gar nicht reden, aber ich meine nur, aber auch da habe ich am Ende faktisch auch zu viel gedüngt. Also zu viel, als die Pflanze tatsächlich aufnehmen kann. Und ich habe da keine perfekte Lösung. Ich glaube einfach nur, dass wir in der Grundeinstellung einfach eine gewisse Flexibilität haben müssen, die ganz sicher einhergeht, dass wir auch Fehler machen. Und deswegen finde ich es spannend, wenn wir mit Herrn Dr. Wechselung zusammenarbeiten und wir ihm Klimamodelle, Informationen, Daten bekommen, die uns am Ende eine höhere Sicherheit geben, diese Entscheidung zu treffen. Und das ist in der Landwirtschaft vor allem die Erfahrung, die kann ich nach 3 Jahren Berufserfahrung, die habe ich nicht, deswegen muss man sich andere Hilfsmittel suchen. Tja. Und natürlich ist es so, wir alle können nicht in die Zukunft schauen und als Landwirt, wir können es nicht. Ja. Und wenn wir heute davon ausgehen, was wir gerade gehört haben, dass wir ungefähr von 2 Wochen Prognose beim Wetter einigermaßen sicher sein können, aber an 4 Wochen wird gearbeitet. Wenn wir das natürlich hinkriegen, auch durch viele Wetterstationen und durch neue Modelle, dann würde das uns natürlich einen riesengroßen Schritt nach vorne bringen. Ja. Weil 4 Wochen ist qualitativ natürlich eine lange Zeit in der Vegetationsphase, die nur kurz ist. Ja. Das wäre natürlich gigantisch. Klar, aber apropos Sicherheit, Sie haben das angesprochen, da kommt natürlich ein Versicherer immer wieder ins Spiel. Wir haben ja seit 5 Jahren das Thema Dürre wirklich hier in Deutschland präsent, Ausnahme jetzt 21. Vorher hatten wir so das Gefühl, haben wir immer so ein bisschen bekommen, das Gefühl, wir leben auf einer Insel. Und das scheint offensichtlich doch nicht der Fall zu sein, weil die Folgen des Klimawandels und jetzt nicht mehr nur bei Ihnen auf Ihrem Standort, wir haben es in Weser-Ems erlebt, wir haben es im Rheinland erlebt, haben wir doch erhebliche Ertragseinbrüche gebracht. Und deswegen geht auch bei uns die Diskussion los, brauchen wir da Versicherungslösungen für? Ich sage ganz ehrlich, vor so einer Dürreversicherung habe ich hohen Respekt, weil das ein mehrere Probleme mit sich bringt. Erstmal ein riesiges Schadenpotenzial, was damit verbunden ist. Auch das Produkt richtig einzustellen. Wie misst du das? Was ist eigentlich ein normales Jahr für so einen Standort? Ja? Weil wenn wir immer weniger Niederschlag haben, dann muss ich mich ja auch darauf einstellen. Aber umgekehrt muss ich sagen, wir haben tatsächlich in Europa und eigentlich weltweit einen totalen Ausbau an Ernteversicherungssystemen, weil die jeweiligen Regierungen schon ein großes Interesse haben, dass wir Stabilität in die Landwirtschaft bekommen. Weil letztendlich, wenn sie häufig Missernten haben und ihre finanzielle Zukunft nicht mehr so sehen, dann hat das auch Folgen. Und wir haben jetzt in Bayern, jetzt ab 1.1.23 tatsächlich eine staatlich geförderte Ernteversicherung. Ja, warum muss sich der Staat einmischen? Trockenversicherungen sind nicht ganz preiswert, die kosten schon Geld. Und deswegen scheut das auch jeder Landwirt, so eine abzuschließen. Und bevor man jetzt über Ad-Hoc-Zahlungen in so ein System, ich sag mal, da Unterstützung liefert, ist vielleicht eine Versicherungslösung effizienter, zielführender, wo der Landwirt für sich auch selbst entscheiden kann, braucht er das? Und wenn er es nicht hat, dann muss er halt auch sehen, mit den Folgen zu leben. Aber solange ich Ad-Hoc-Lösungen habe, die auch sehr aufwendig sind, die auch nicht so zielführend sind, glaube ich, ist das natürlich keine Lösung. Aber der Trend, glaube ich, wird mittelfristig dahin gehen. Kann ich total nachvollziehen. Man wünscht sich ja selber als Landwirt und auch Unternehmer, der am Ende auch ein ganz klares wirtschaftliches Ziel hat. Und Stabilität ist nun mal einer der Grundpfeiler für uns auch für eine sich nachhaltig entwickelnde Landwirtschaft.
wo wir einfach abwägen müssen, wie ist unsere Risikoverteilung. Unsere Risikoverteilung beginnt damit, indem ich mir überlege, was ich anbaue, also indem ich eine gute Diversifikation in der Fruchtfolge habe. Und sie kann aber eben auch enden, indem ich mir klare Versicherungssysteme zu überlege, gewisse Szenarien auch mit einer Versicherung abzusichern. Und das ist für mich zum Beispiel das Thema Hitze. Das haben wir einfach erlebt. Es gibt Jahre, da gehen wir bis in den Mai, da kommen Mecklenburger Bauern zu uns nach Sachsen-Anhalt und sagen, Mensch, was regt ihr euch hier eigentlich so auf? Trockenstandort erzählt ihr die ganze Zeit, hier stehen doch 100 Doppelzentner Weizen. Und dann ist er aber wieder in Mecklenburg. Und zwei Wochen später hat es in Bernburg 38, 39 Grad und das nicht nur zwei Tage, sondern zwei Wochen. Und schwuppsiwupps sind aus 100 Doppelzentnern eben nur noch 60 geworden. Und das sind natürlich Szenarien, wo mir als Landwirt irgendwann auch die Hände gebunden sind. Da kann ich noch so viele Dinge richtig machen. Wahrscheinlich, wenn das Eiweiß in der Pflanze degeneriert, dann ist Schluss. Und in so einem Szenario fände ich zum Beispiel spannend zu sagen, sich dagegen abzusichern, könnte eine Überlegung sein. Aber ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Also ich würde mich auch als Versicherer nicht in der Lage sehen, oder auch das kann auch gar nicht unser Ziel sein, Ihnen so eine Vollkasko-Versicherung anzubieten, gerade wenn es um Dürre geht. Da gehört eine gewisse Selbstbeteiligung dazu. Also ich muss da wirklich, sag mal, das Worst Case absichern, um den Betrieb Liquidität zu garantieren. Und das, glaube ich, ist auch unser Anspruch. Und da muss man natürlich auch überlegen, so mal aus der Vergangenheit heraus, wir haben ja für Hagel oder Sturm oder Starkregen so schadenbasierte Instrumente, da gehen die Sachverständigen aufs Feld und sagen, da sind 30 oder 50% kaputt und das kriegst du ersetzt. Bei einer Dürreversicherung geht das nicht. Du hast keine Nullparzelle, du musst einfach so, das sind dann parametrische Deckungen, die wir dann anbieten, die aber im Moment eben leider noch nicht so präzise sind, weil wir immer noch ein hohes Basisrisiko, wie wir es uns wünschen würden. Aber das liegt eben daran, dass uns, wie schon gesagt, zum Teil die Informationen über das Wetter auf dem Standort fehlt. Und deswegen arbeiten wir daran, dass wir da kleinräumiger mehr Informationen bekommen. Ich denke, das wird uns und auch unseren Mitgliedern, den Landwirten, helfen. Und eine Versicherungslösung wird natürlich auch nur funktionieren. Es ist am Ende ein Solidarprinzip. Ja, es müssen am Ende fast alle mitmachen, sonst funktioniert es nicht. Ja. Ich verweise dann immer gerne auf das Beispiel in den USA, die ja vor, ich glaube, seit 1992 das extrem ausgebaut haben. Da haben sie ja eine sehr umfassende Deckung. Heute sind in den USA 90% der amerikanischen Pharma versichert. Gut, die haben zwischen 50% und 65% Zuschuss, aber das ist auch ziemlich alles abgedeckt. Und selbst in einem Dürrejahr wie 2012 ist in den USA kein Pharma pleite gegangen. Also das System funktioniert schon. Und wenn sie 90% der Fläche abgesichert haben, dann ist es offensichtlich auch ein gutes System, weil es ist eine freiwillige Versicherung. Ne? Aber wenn, Karl-Philipp, wenn du jetzt das hörst und wahrnimmst, du spürst die Trockenheiten, du merkst, es könnte noch viel schlimmer werden, es könnte auf dich zukommen, macht dich das sorgenvoll? Nein, es macht mich nachdenklich und sicherlich, sorgenvoll auch dahingehend, als das gesamt global betrachtet, das schon eine Entwicklung ist, die einen Sorgen machen kann. Das würde ich schon sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir einfach gerade an diesem Standort hier in Deutschland einen Werkzeugkasten haben, der sich zusammensetzt aus einer wirklich dynamischen technologischen Fortschritt. Wir sowohl in der Anbautechnik als auch in der Forschung und auch die Züchtung darf man hier eben nicht vergessen, halte ich für einen ganz zentralen Punkt, sich auch diesen neuen klimatischen Bedingungen auch anpassen zu können. Ich glaube, dass wir irre Ressourcen hier haben, an einem absoluten Gunststandort dieser Erde, der uns ehrlicherweise auch in einer Verpflichtung nimmt, diesen Gunststandort auch in dieser Gänze zu nutzen. Und also ich bin Landwirt mit Leib und Seele und ich sehe es als Herausforderung. Aber wir müssen natürlich einfach sagen, es gibt gewisse Punkte, gegen die können wir uns nicht wappnen. Und deswegen finde ich es spannend, dass wir heute hier mit Dr. Langner zusammensitzen, weil das sind natürlich Sachen, da können wir kann auch eine Versicherung zu einem wichtigen Bestandteil eines erfolgreichen landwirtschaftlichen Unternehmens werden. Was ich interessant finde, du hast gerade eben nochmal angesprochen, die globale Situation und die globale Sicht. Ich möchte nochmal einen Punkt hinzufügen. Was ich schon auch wahrnehme und deutlich erkenne, ist, dass die Klimaveränderung
durchaus auch in großräumigen Regionen sehr positiv wirken kann. Ja. Wenn ich an die nördliche Mitte von USA und dann nach Kanada rein diesen großflächigen Bereich sehe, dort hat sich in den letzten 30 Jahren dramatisch was verschoben. Mhm. Das war das landwirtschaftliche Armenhaus der 70er und 80er Jahre. Heute haben diese Bereiche deutlich mehr Niederschläge. Mhm. Die Vegetationsperiode ist extrem länger geworden. Von irgendwo, mir hat mal ein Landwirt in Kanada gesagt, in Saskatchewan, er kam von 90 Vegetationstagen und ist heute bei 115. Heute wird in den Regionen auch durch Züchtung, das ist angesprochen, durch Züchtung bedingt, Körnermais angebaut, auch in Kanada, Soja angebaut. Ich komme gerade aus North Dakota zurück. North Dakota ist der Bundesstaat im Norden an der kanadischen Grenze. Ich kenne den Staat eigentlich immer nur schweinekalt. Dieses Jahr, Körnermais ist heute die wichtigste Frucht in North Dakota, dieses Jahr war der Durchschnittsertrag in North Dakota 10,5 Tonnen, das hat es noch nie gegeben. Also diese ganze Region, diese ganze Mitte des Kontinents in Nordamerika profitiert unheimlich von den offensichtlichen Klimaverschiebungen. Mehr Niederschläge, wärmer, mehr Vegetationszeit. Und ich vermute, ein großer Teil der nördlichen Hemisphäre, je weiter wir nach Norden gehen, könnte profitieren. Herr Wechsel, würden Sie das bestätigen können aus Ihrer Sicht oder sagen Sie, naja, haben Sie Zweifel, dass die nördliche Hemisphäre, die ja auch die große Landmasse ist auf der Welt, durchaus profitieren kann? Also ich spreche jetzt von dem Norden des Nordens. Ja, also zunächst erst dazu und dann vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu dem, was Herr Bartmann gesagt hat. Also auf jeden Fall, also das wird auch seit Beginn der Betrachtung zum Klimawandel so gesehen, dass die nördliche Hemisphäre die Landwirtschaft unter temperaturlimitierenden Bedingungen betreibt, davon wahrscheinlich profitieren wird. Und relativ zeitig ist vorhergesagt worden, dass sich die Anbaugebiete wärmeliebender Pflanzen, zum Beispiel von Mais und Soja, nordwärts verschieben. Und diese Entwicklung sehen wir ja auch. Das sehen wir auch in Deutschland. Also ich gehe mal davon aus, dass es diese Ausdehnung der Maisanbaufläche ohne Klimawandel unterstützt durch die Züchtung sicher nicht gegeben hätte, die wir in den letzten 20 Jahren gesehen haben und eine deutliche Nordwärtsverschiebung auch des Körnermaisanbaus. Also das ist eine Tendenz, die hat sich abgezeichnet, wurde vorhergesagt und sieht man auch so in der Entwicklung bestätigt. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu dem, was Herr Bartner angeführt hat als eine Anpassungsmaßnahme. Also insbesondere, denke ich mal, für Mitteleuropa, Deutschland, ist ein defensiver Bestandesaufbau doch eine wichtige Anpassungsmaßnahme. Also ich bin ausgebildet worden Anfang der 80er Jahre immer noch mit dem Hinblick auf Höchsterträge und mit der Etablierung möglichst dichter Bestände, also mit einer hohen Anzahl von Halmen pro Quadratmeter. Und ein moderater Aufbau der Bestände, das ist natürlich eine wichtige Anpassungsmaßnahme an ein mögliches Trockenjahr. Je weniger Bestandesdichte, Blattfläche ich etabliert habe, umso weniger Verdunstungsanspruch muss befriedigt werden. Und wenn das Jahr dann doch günstiger ausfällt, dann kann ich ja durch Bestandesführung dort entsprechend unterstützend tätig werden, also gezielte Stickstoffgabe vor allem. Und jetzt wäre zu überlegen, als eine, sag ich mal, sehr sophisticated, eine Lösung, die die Versicherungswirtschaft mit einbindet, könnte man ja überlegen, dass man vielleicht sogar mit dichteren Beständen von vornherein in dem Vegetationsjahr startet, aber das eben nur macht mit einer entsprechenden Versicherung gegen Trockenschaden. Also das
ist unter den jetzigen Bedingungen schon sehr risikobehaftet, wenn man immer noch mit den Strategien aus den 80er Jahren 2020 einen Bestand aufbaut. Gut, aber daher Wechselung, gute Idee. Aber da ist es ja so, wir messen ja nicht den Ertrag, sondern wir gehen mit einer parametrischen Lösung dann über Niederschlag und vielleicht auch Hitzetagen an das Thema, so dass uns letztlich die Bestandsführung nur begrenzt interessiert nachher in der Entschädigungsleistung. Also, ja, was Sie aber machen können, Sie könnten eine gezielte Versicherungsleistung für dichte Bestände anbieten. Ja, aber Sie wissen, Moral Hazard ist auch nicht so eine gute Idee dabei. Das ist, ich glaube, das ist nicht ganz zielführend. Ja, wir helfen Ihnen, wenn es um die Parameterfindung geht. Okay. Genau. Schauen wir kurz in die Regie. Wir haben eine Frage bekommen zum Thema Risikoverlagerung. Ich denke, Herr Bartmann, das geht in die Richtung, wie wir heute schon mal kurz diskutiert haben. Wie muss ich den Betrieb grundsätzlich aufstellen, um für die Zukunft beständig zu sein? Also, ich denke, das ist das Thema Risikorücklagen ist da ein wichtiges Thema. Um Risikorücklagen überhaupt richtig bewerten zu können, bedeutet das erstmal auch einer ganz klaren Analyse meines betriebswirtschaftlichen Tuns. Also ich glaube, dass wir extrem viele wichtige Erkenntnisse auch herausziehen können, indem wir uns in den Wintermonaten mal hinsetzen und mal wirklich genau mit Spitzen Bleistift nachrechnen, was uns gewisse Maßnahmen, sei es Bodenbearbeitung, sei es Pflanzenschutz, sei es Düngung, ja, in diesem Jahr extrem festzustellen aufgrund der sich doch brutal verändernden Direktkosten, also im Düngung und Pflanzenschutz. Das hat sich dieses Jahr bei der Hebel noch viel größer, wer da dort sparen konnte. Und ich glaube, dass eben eine ganz klare Analyse der eigenen Kennzahlen und einer betriebswirtschaftlichen Auswertung des Tuns ein wichtiger Indikator ist, um auch das eigene Risiko A bewerten zu können und Risikorücklagen. Ja, ich bin jetzt nicht kein Fan, es gibt ja diesen Spruch, irgendwie eine Ernte auf dem Konto, eine Ernte in der Scheune. Das ist mir, sagen wir mal vorsichtig gesagt, nicht dynamisch genug, aber natürlich müssen wir auch, also wir müssen uns einfach auf diese durch diese Volatilitäten, die uns erfassen können, müssen wir schon mit einer gewissen Konservativität an diese Themen rangehen. Mhm. Ja. Ist immer so, neben Rücklagen oder wir können es auch Substanz nennen, gibt es noch einen weiteren Hebel, um stabiler zu stehen, in Bezug auf Standbeine zum Beispiel? Wie würden Sie das sehen? Ja, ich meine, man kann ja ganz oben anfangen. Wir Landwirte verfügen über eine ganz wichtige Ressource, Land. Und das ist heute mehr denn je, es ist in aller Munde, das Thema Energieerzeugung auch auf landwirtschaftlichen Grund und Boden kann ein wichtiger Diversifikationsschritt auch eines landwirtschaftlichen Betriebes sein, der morgen einem auch die Chance gibt, durch solche Jahre einfach gut durchzugehen. Also damit beschäftigen sich aktuell wahnsinnig viele Betriebe, also das Thema Photovoltaik, aber auch Windenergie. Und ich habe Betriebe auch in meiner Vergangenheit kennenlernen dürfen, die da schon früher gerade mit Windenergie gestartet sind. Ja, das Thema Trockenjahre halten die einfach besser durch. Und da sollte man auch den Mut haben, sozusagen auch breit zu denken. Ja, Dr. Lange, das ist eine Strategie, um letztendlich in extremen Jahren eine gewisse Stabilität zu haben für die Betriebe, die nicht die Chance aktuell nicht haben oder das Standbein nicht haben. Ist natürlich das Versicherungsthema, glaube ich, schon sehr, sehr interessant. Jetzt sind Sie in 10 Ländern unterwegs, gibt es um uns herum, also unmittelbar in Europa, schon sehr gute Beispiele für diese Mehrgefahrenversicherungen. Ja, eindeutig. Also ich will da einfach nur mal so Beispiele nennen, Benelux, also Belgien, Niederlande, Luxemburg. Gerade die Holländer haben vor rund 10 Jahren eine Mehrgefahrenversicherung eingeführt, wo sie 65% der Prämie bezuschussen, weil sie einfach gesehen haben, dass in Zeiten oder in Jahren, wo Kalamitäten entstanden sind, der Staat immer wieder aufgefordert wurde, über Ad-hoc-Zahlungen den Betrieb Hilfe zu leisten. Und sie haben sich dann irgendwann mal überlegt, lass uns doch den anderen Weg gehen. Wir finanzieren lieber ein bisschen die Versicherung mit und haben dann Ruhe damit. Und dann kann jeder Unternehmer für sich frei entscheiden, ob er den Versicherungsschutz einkauft oder nicht. Und ich denke immer gerne so an das Jahr 2018 zurück, wo wir ja diese
große Dürre hatten, wo die 340 Millionen Sonderzahlungen oder Zahlungen dann genehmigt wurden seitens der Bundesregierung, da haben wir aus den Niederlanden keinen Hilferuf gehört. Also die holländischen Bauern sind nicht zum Ministerium gelaufen und gesagt, jetzt helft uns mal, weil die versichert waren, kriegten Geld und die nicht versichert waren, wussten, dass sie keine Hilfe kriegen. Weil sie hätten ja mit, ich sag mal, 65% Zuschuss sich doch vergleichsweise preiswerten Versicherungsschutz einkaufen können. Und wer es denn nicht macht, ist ja seine unternehmerische Entscheidung. Und deswegen glaube ich, gibt es dort schon gute Beispiele. Und wir sind ja, in Europa ist Deutschland ja einer der wenigen Länder, die das nicht macht. Aber wir starten ja jetzt. Also es dauert manchmal ein bisschen länger, bis wir das eine oder andere anpacken. Aber wir starten da jetzt auch, weil wir, wie schon gesagt, erkannt haben, dass die Folgen eines Klimawandels an Deutschland auch nicht ganz spurlos vorbeigehen. Am Ende wird es so sein, wo ein Markt ist, wo ein Markt entsteht, wird es Lösungen geben, auch in der Versicherungswirtschaft. Eindeutig. Also es wird kommen. Ja. Gehen Sie nach Polen, gehen Sie nach Tschechien, gehen Sie nach Österreich, Italien, Frankreich. Frankreich hat das seit vielen Jahren sehr intensiv gemacht. Hat die letzten Jahre, denken Sie mal an die Frostereignisse, die den französischen Weinbau heftig getroffen haben. Die Dürre, die letztes Jahr dazu kam, oder dieses Jahr wieder war in Spanien und in Frankreich. Also da, die drehen da jetzt im Moment eine ganze, also es gibt fast so eine Art Verpflichtung dazu. Also es gibt eine viel Bewegung auf dem Markt. Also mit neuen Offerten und auch tatsächlich, ich weiß, ich bin jetzt, ich bin nicht immer so derjenige, der sagt, ja, wir müssen unbedingt den Staat dabei haben, weil eins hat es ja auch, der Staat greift natürlich sehr stark dann auch in die Kontrollen ein. Also ich kann nicht nur sagen, es ist nicht immer nur schön, weil wir haben jetzt in den Niederlanden, ja seit 8 Jahren oder 10 Jahren machen wir das ja sehr aktiv, aber wir haben jedes Jahr mittlerweile den Europäischen Rechnungshof bei uns im Haus. Die werden dann über die BLE zu uns geschickt und die lassen sie natürlich alle Unterlagen zeigen. Was ist förderfähig, welches Produkt, welches nicht. Verwenden sie das auch ordentlich? Also das ist schon sehr aufwendig. Und sie wissen auch nicht immer 100%, ob alles nach deren Vorstellungen läuft. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Da bleibt ja auch mal ein letztes Risiko. Wir versuchen natürlich, die Verordnung entsprechend umzusetzen. Ob das immer passiert oder ob das immer so gelingt oder ob man da so ein bisschen auseinanderliegt, das weiß man nicht. Bis jetzt haben wir immer eine 1A bekommen im Ergebnis, aber das ist schon Aufwand. Also deswegen so darum betteln tun wir nicht, aber ich weiß, dass zumindest das Risiko Dürre, wenn wir das absichern wollen, ohne eine staatliche Förderung, zum Scheitern verurteilt ist. Dafür sind die Prämiensätze zu hoch, die sie eigentlich brauchen und die wissen der Landwirt nicht bereit zu zahlen. Dann haben sie nur ein paar wenige, die versichert sind und das ist eben genau, widerspricht eigentlich dem Versicherungsgedanken, eine ordentliche Grundgesamtheit aufzubauen. Herr Wexung, an Sie nochmal eine Frage. Wenn Sie die Klimamodelle anschauen für unsere Region, wann, zu welcher Jahreszeit dürfen wir denn in Zukunft mit Niederschlägen rechnen? Jetzt wird es spannend. Ja, das ist das große Fragezeichen. Also wenn wir in die Zukunft gucken, bei den Temperaturen können wir sagen, dass hier die Klimamodelle schon den ersten Test bestanden haben, also sehr gut vorgezeichnet haben, wo die Entwicklung hingeht. Und bei den Niederschlägen ist es so, dass wir hier zwei Effekte haben. Wir haben auf der einen Seite einen Effekt, der aus der wärmeren Atmosphäre resultiert. Also die Atmosphäre kann mehr Wasser aufnehmen und dieses Wasser, das wird dann braucht länger von den Landoberflächen in die Atmosphäre, also es gibt längere Trockenphasen und es regnet sich intensiver ab und das kombiniert sich jetzt aber mit einer großräumigen Umstellung der Strömungsverhältnisse und die machen das ganze Geschehen so verflucht kompliziert vorhersehbar. Was die Klimamodelle uns bisher sagen ist, dass die Winter feuchter werden und die Sommer, also insbesondere im Kernsommer, Juli, August, etwas trockener. So, und wenn wir das mit den Beobachtungen abgleichen, dann stellen wir fest, dass die Beobachtung der letzten Jahre uns eine Situation gezeigt haben, die wir nach den Klimamodellen eigentlich erst so um 2050 erwartet haben. Und das illustriert sehr schön auch,
auf der einen Seite die Problematik, mit der wir es zu tun haben, auf der anderen Seite aber auch die Überraschungen, mit denen wir hier zu rechnen haben. Also Klimamodelle sind in der Lage, grobe Tendenzen abzuschätzen. Ja, aber sie besitzen eben auch sehr viele Lücken. Und das ist dann an uns, diese Lücken zu füllen. Also das, da gibt es noch jede Menge Betätigungsbedarf, sowohl für Meteorologen, Klimawissenschaftler, aber auch für Landwirte, praktische Landwirte, aus den Informationen, die zur Verfügung stehen, das Bild herauszulesen. Also das ist nicht trivial. Herr Wexum, wenn ich höre, dass Sie gerade gesagt haben, dass Sie im Moment ein Wetter erlebt haben in den letzten Jahren, was Sie erst nach 2050 erwartet haben aufgrund der Modelle, dann muss ja einen das ja mit Sorge umtreiben. Ist das jetzt ein reiner Zufall? Kann das auch mal wieder in die andere Richtung umschlagen? Aber diese Situation, also uns selber hat es auch echt überrascht. Wir haben ja, ich sage ja, wir versichern ja auch unter anderem Dürre, aber in den letzten 5 Jahren vier wirklich extreme Trockenjahre schon an vielen Standorten, das hat uns auch überrascht. Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Radarschirm. Also ich muss das auch ganz persönlich sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Also dass ich den Klimawandel in dieser extremen Ausprägung noch sehen werde, sage ich mal, in meiner aktiven beruflichen Laufbahn, hätte ich nicht gedacht. Man fragt sich ja immer, ob das nun tatsächlich ja, so extrem kommen wird, wie das projiziert wurde und ob die entsprechenden Folgebetrachtungen sinnvoll sind. Aber es hat sich doch bestätigt, dass eine Auseinandersetzung mit dieser wärmeren Zukunft ja, sinnvoll und notwendig ist. Und ein Resümee der letzten Jahre ist, dass der Klimawandel wahrscheinlich eher auf uns zukommt, als wir gedacht haben. Es kann auch sein, dass wir möglicherweise die Turbulenzen, die mit dem Übergang von einem Klima in das andere einhergehen, dass wir die möglicherweise unterschätzt haben oder die auch schwieriger zu fassen waren. Ja, das wissen wir aber erst in 40, 50 Jahren. Also durchaus möglich, dass diese vergleichsweise ja, geringen Verschiebungen bei den Temperaturen zu Turbulenzen an den Übergängen führen, die dann eben mit mehreren Trockenjahren aufeinander und extremen Hochwasserereignissen einhergehen. Und nach 30, 40 Jahren, wenn sich das Klima eingependelt hat, hoffentlich in die entsprechende Klimapolitik greift, wir dann wieder eine stabilere Situation sehen werden. Aber absehbar müssen wir uns eben auf ein Höchstmaß an Unsicherheit einstellen. Gerne. Haben wir aber nicht gerade vor diesem Hintergrund, wenn man mal die Entwicklungen weltweit sieht, steigende Bevölkerungszahl und trotzdem weltweiten Druck auf die Erträge, also eher nachlassende Erträge, nicht auch eine große Verantwortung, das zu tun, nämlich möglichst ordentlich und effizient zu produzieren? Ich denke dann immer so an das Thema Züchtung. Wir behindern uns sehr stark da drin. Wir wissen, dass wir in der Züchtung 10 bis 15 Jahre brauchen, um Getreide eine neue Sorte hinzustellen. Und beim Raps, es gibt ja das Thema CRISPR-Cas als Beispiel, als moderne Züchtungstechnologie. Finden wir da Auswege, finden wir da Lösungen oder Teillösungen für uns? Wie schätzen Sie das ein, Herr Wagner? Also
Langner, ich bin da ganz bei Ihnen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Baustein sein wird, gerade im Hinblick auf den Erfolg der deutschen Landwirtschaft, eben auch der qualitativ hochwertigen Getreideerzeugung, also gerade im Bereich A und E Weizen. Da gibt es eben keine weltweiten Anbieter, die uns hier mit Sorten versorgen, sondern das sind viele lokale, also sagen wir mittelstandsgroße Züchterhäuser und die, soweit ich nach meinem Wissen, würden wahnsinnig profitieren, wenn sie diese neuen Technologien, also Stichwort CRISPR-Cas, mit benutzen könnten. Ja, und ich glaube, dass für uns Landwirte auch in das Bewusstsein muss, dass diese Züchterhäuser auch unsere großen Verbündeten sind im Hinblick auf, wie wir mit dem Klimawandel auch umgehen und auch erfolgreich umgehen wollen. Und ich will das ganze Thema Nachbau hier nicht überstrapazieren, aber ich möchte doch loswerden, dass ich das als eine Selbstverpflichtung eines Landwirts sehe, hier auch den entsprechenden Beitrag zu leisten, dass auch unsere Züchtung zukunftsfähig bleibt und uns auch in Zukunft mit eben leistungsstarken, angepassten Sorten versorgt. Ja. Und es wird natürlich so sein, wenn wir die Herausforderungen betrachten, die wir weltweit haben und global haben, Ernährungssicherheit, Umgang mit Klimaextremen, Umgang mit Wetterextremen, dann stimme ich Ihnen beiden zu. Am Ende kann das nur Innovation lösen, und zwar in allen Bereichen, ob es im Ackerbau ist, ob es in der Züchtung ist, ob es technologisch ist. Und die Problematik, die ich nur sehe, vor allem hier in Europa, ist eine relativ starke Innovationsfeindlichkeit, sowohl in der Gesellschaft als auch natürlich dann logischerweise in der Politik. Mhm. In Deutschland spricht man heute schon von Deindustrialisierungsbestrebungen, die die Politik hat und die Gesellschaft hat. Und wir spüren das auch in der Industrie an vielen Stellen. Und das spricht natürlich dagegen und es wirkt dagegen. Also es wird sehr schwierig, dass wir da in der Landwirtschaft wirklich vorwärts kommen und auch das tun dürfen, was wir tun müssen. Und wir wissen ja, was wir tun müssen. Die Landwirte wissen, was sie tun müssen. Ja. Also es ist schon interessant, ich hatte am Freitag Gelegenheit, mit dem Präsidenten der Leopoldina, der Akademie der Wissenschaften, zu sprechen, der zufälligerweise auch gerade das Thema Züchtungstechnologien ansprach. Wusste ich gar nicht, wieso das bei ihm so verortet war, aber die hatten wohl das Thema gerade. Und er sagte, es ist ein eindeutiges Bekenntnis aus der Wissenschaft heraus, sich diesen Sachen, also diesem Thema zu stellen, weil das einfach auch Lösungen bringt und uns hilft. Und insofern kann ich nur hoffen, dass wir auch bei uns, bei den politischen Entscheidungsträgern Wege finden, dass wir dort Lösungen finden. Denn wenn sie stabilere, also tolerante Pflanzen gegen Dürre haben, dann ist die Versicherung weniger gefragt und macht mir nachher vielleicht weniger Probleme. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt hinterher renne. Habe ich schon mal gesagt, gerade Dürre ist ein großes Problem. Und wir wollen ja Erträge produzieren. Das ist ja das A und O. Ja. Und es muss ja nur in dem Tempo letztendlich weitergehen, wie es die letzten Jahrzehnte schon vorangeschritten ist. Denn wir sehen ja einen Riesenfortschritt in den letzten Jahrzehnten. Ja. Der ist ja da. Was Herr Wechsel mir auch sagt, er ist ja sehr überrascht, was da die letzten Jahre passiert ist mit dem Klima. Also ich sage mal wirklich, wir selber sind alle sehr, sehr überrascht von der Entwicklung jetzt. Ne? Aber ich sehe das politische Thema auch und bin da auch durchaus kritisch. Ich muss nur einfach sagen, das, was mich beruhigt, ist die Dynamik, die ich in unserer Branche feststelle und die auch übergreifend, also nicht nur unter meinen Kollegen, die dort draußen Tag ein, Tag aus auf den Äckern zu tun haben, sondern auch im vor- und nachgelagerten Bereich, also sei es jetzt die Firma Horsch oder sei es eben dann doch eben auch Züchterhäuser oder im Pflanzenschutz. Es ist eine irre Dynamik da, die uns morgen einen riesen Werkzeugkasten bietet, und ich glaube, wir tun alle gut daran, darüber zu reden, weil das sind Erfolgsstorys. Wir haben die Einträge von Düngung und Pflanzenschutzmitteln reduzieren können über diese Technologie. Da ist irre was in der Pipeline, dass wir da noch viel weiterkommen. Und ich sage immer, das ist unser ureigener Anspruch als Landwirt, ist ja mit der Natur unser wichtigstes Ökosystem, also das ist der wichtigste Bestandteil. Nur mit ihr können wir morgen erfolgreich sein. Und ich glaube, dass da eine solche Vielfalt an tollen Instrumenten in der Pipeline sind, wo wir alle nur angehalten sein müssten, unseren Politikern klarzumachen, sich dagegen zu wehren, gerade unter der globalen Verantwortung, die wir auch an einem Gunststandort wie Deutschland auch tragen und auch wahrnehmen müssen, hoffe ich dennoch, dass wir auf einem guten Weg sind.
Ich denke, wir sind ja gerade wieder mit den Fragen, die uns hier ereilen, dass das Thema, das wir diskutieren, auf ein sehr, sehr breites Interesse stößt. Philipp, ich würde die nächste Frage dir zuspielen wollen. Sehen wir durch den Klimawandel, dass sich Landwirte in Bezug auf Bodenbearbeitung verändern, dass Direktsaaten ein Thema werden? Wenn man das Thema Direktsaat betrachtet, dann beschreibt ja das, die Begrifflichkeit Direktsaat nichts anderes, dass wir unter Bedingungen wirtschaften, wo wir Bodenbearbeitung deutlich reduzieren. Und im Extremfall, wenn wir klassische Direktsaat betrachten, gar keine Bodenbearbeitung mehr durchführen. Interessant ist, wenn man das ganze Thema global betrachtet, dann gibt es ja Regionen, die heute oder seit Jahrzehnten klassische Direktsaat im großen Stil durchführen. Ich denke an Südamerika, ich denke an Teile von Kanada, ich denke an Australien, ich denke an Südosteuropa. Also überall findet man diese Regionen. Interessanterweise, gerade in den letzten Jahren beginnen fast in allen diesen Regionen die Landwirte Bodenbearbeitung in ihr Direktsaatsystem, in ihr reines Direktsaatsystem zu integrieren. Und interessanterweise sehen wir nun in Europa auch eine Bewegung, die in der Konsequenz das Gleiche mit sich bringt. Das heißt, hier sehen wir Betriebe, die von einer Situation kommen, wo sie aus einer starken Bodenbearbeitungsdynamik herauskommen, Bodenbearbeitung reduzieren und versuchen, Direktsaattechnologien zu integrieren, aber Bodenbearbeitung nicht ganz reduzieren. Das Ergebnis ist sogar das Gleiche. Das heißt, ich sehe eine große Chance darin, letztendlich Bodenbearbeitung zu reduzieren, letztendlich wassersparender zu arbeiten. Wenn die Begrifflichkeit Direktsaat ist da ein bisschen irreführend. Am Ende geht es darum, wassersparender zu arbeiten und da ist die Reduzierung von Bodenbearbeitung ein Schlüssel. Und dann natürlich Säverfahren zu nutzen, die dann mit den Situationen zurechtkommen. Das ist es eigentlich. Mhm. Und manche nennen es Direktsaat, aber es ist eigentlich, die Begrifflichkeit ist ein bisschen irreführend. Und ja, das wird helfen. Es wird definitiv helfen, wenn wir uns mit den Themen beschäftigen. Bodenbearbeitung zu reduzieren, zum Teil Dinge zu kombinieren, ob es dann Bodenbearbeitung, Düngung und Saat beispielsweise ist oder absätzig. Also man muss dann immer schauen, was für ein Standort passt, was passt in welche Klimazone rein, in welche Bodenbedingungen. Aber die Toolbox ist riesengroß und es gibt für jeden genau auch das Richtige heute. Aber Herr Roschi, wir werden ja spüren, dass da entsprechend Nachfrage oder Interesse da ist bei all den Aktivitäten, die Sie in den verschiedenen Kontinenten haben. Absolut. Das muss ja schon eindeutig sein. Die Dynamik ist enorm in diesem Bereich. Die Dynamik ist enorm, sich damit zu beschäftigen, mit Säsystemen in dem Fall, die unter widrigeren Bedingungen immer noch präzise platzieren können, unter Bedingungen mit hoher Strohauflage, mit hoher Mulchauflage, unter Bedingungen eines stark rückverfestigten Bodens, eines gut abgesetzten Bodens. Ja, das sehen wir ganz eindeutig. Die Dynamik ist riesengroß. Und du hast, also, Sie haben uns vorhin mitgegeben, Bodenbearbeitung ist ein Thema, machen Sie keine Abstriche. Ja. Ist es die Bodenbearbeitung per se oder ist es eher das Thema Bodenstruktur aufbauen, Bodenstruktur erhalten? Genau, das ist eigentlich Letzteres. Also wir machen keine Bodenbearbeitung, die unnötig ist, sondern unser ganz klarer Fokus ist eine gesunde Bodenstruktur, die eben die Grundvoraussetzung ist, dass sich eine Pflanze unter allen Bedingungen entwickeln kann. Und da kann ich Philipp Horsch nur zustimmen. Das ist gerade an so einem Standort wie bei uns, ist das Thema reduzierte Bodenbearbeitung natürlich gerade unter Wasser sparenden Aspekten total wichtig. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich, stellen wir auch fest, gerade wenn in Jahren die Böden mal total durchgetrocknet sind und wir dann stark Regenereignisse haben, dann kommt es zu Bodenerosion innerhalb der Bodenschichten. Und dann wundert man sich, wenn man mit den Spaten darüber läuft, was ist denn hier passiert? Ich habe doch bei staubtrockenen Bedingungen bin ich mit Meterschwirbel gefahren auf Ketten und wir geben uns wahnsinnig viel Mühe. Plötzlich habe ich da eine Verdichtungsschicht im unteren Horizont und da muss ich natürlich ran. Diesen Boden muss ich öffnen, damit auch das Wasser, was womöglich von oben kommt. Also diese Starkregenereignisse haben wir gelernt, nehmen zu und wir müssen unseren Boden auch in den Zustand bringen, dass er dieses Wasser auch aufnehmen kann. Also ein total vertrockneter und geschlossener Oberboden, da können wir das sehen, da läuft das Wasser höchstwahrscheinlich ab und nichtsdestotrotz glaube ich an die physikalischen Kräfte eines funktionierenden Bodens, auch in der Zusammenarbeit mit Regenwürmern. Also wir haben jetzt angefangen, dass wir teilweise nur noch streifenweise tiefe Bodenbearbeitung gemacht haben. Also wir haben wirklich nur flach oben die Ernterückstände eingearbeitet und haben dann
gerade zu Raps gesagt, dass wir dort einen Grubber mit ganz schmalen Scharen, der unten, der nicht wendet, sondern unten einen, sozusagen nur einen Schuh hat, einmal den Boden anzuheben, zu brechen und ihn wieder niederzulassen. Dadurch hinten wird es noch schön rückverfestigt, dass wir auch die Oberfläche nicht zu groß lassen, dass wir einfach wasserschonend arbeiten. Und ich denke, das sind zumindest so Ansätze, mit denen wir in den letzten 3 Jahren gute Erfahrungen gemacht haben. Das, was du beschreibst, Karl-Philipp, ist auch genau das, was ich beobachte und das, was ich vorhin erwähnt habe, dass klassische Direktsaatregionen beginnen, Bodenbearbeitung zu integrieren. Sie stellen eben fest, dass sie mit klassischer Direktsaat, also reiner Direktsaat, nichts mehr zu tun, nichts mehr zu tun am Acker, über Jahre hinweg, dass sie an Grenzen kommen, dass Bodenverdichtungen entstehen und dass plötzlich eine spezifische Lockerung ein Ertragspotenzial eröffnet, das sie jahrelang nicht mehr gesehen haben. Weil was ist und das, da heißt, das heißt, man darf da nicht ideologisch rangehen an diese Themen, sondern muss mit Sachverstand rangehen, mit Fingerspitzengefühl, mit landwirtschaftlichem Sachverstand. Und das Sinnvollste ist, aus unserer Beobachtung heraus und aus unserer Erfahrung heraus nach wie vor, eine sinnvolle Kombination mit Bodenbearbeitung mit Saat, Standard angepasst. Und genauso wie du es beschreibst. Ja, weil es ist einfach irre festzustellen, was auch in diesen unteren Horizonten an Nährstoffen sind. Und wenn das Wasser da ist, dann sind sie auch für die Pflanzen verfügbar. Ja. Und warum sollte ich künstlich aus einer Ideologie heraus meinen Boden in solchen Jahren auf einen Blumentopf reduzieren? Genau. Ja, wenn ich doch gerade, das ist jetzt der Vorteil an meinem Standort, das ist ein Schwarzerde-Standort, da haben wir teilweise Auflagen von 1,5-2 Metern und die sind, das wissen wir ja alle, wunderbar zu erwurzeln, vor allem von so einem Raps. Und da sollten wir uns nicht beschränken. Ja, ich denke, da kommt aus meiner Sicht ja noch ein Faktor dazu. Manchmal sehen wir, dass selbst eine ganz flache Bodenbearbeitung, zum Beispiel bei Böden, da wo die oberflächlich verkrustet sind oder auch über die Vegetation hin einfach zugeworden sind, durch dieses flache Anarbeiten, dass ich Wasserinfiltration nochmal nach oben treibe, weil wenn ich schon mit trockenem Boden daherkomme, Niederschläge dann abpasse, dass die natürlich auch aufgenommen werden können. Also ich denke, das ist auch nochmal so ein Instrument, wo wir plötzlich eine Diversifizierung sehen, zu sagen, zwar direkt säen theoretisch, aber mit einer angepassten Bodenvorbereitung, was nicht eine komplette Bodenbearbeitung sein muss. Wenn man sowas dann noch kombinieren kann mit einer Maschine, dann ist das auch dann aus arbeitswirtschaftlicher Sicht auch total spannend. Also das müssen wir einfach sagen. Also das brauchen wir ja kein Geheimnis daraus machen, aber das System Focus hat bei uns an diesem Standort unter diesen Bedingungen echt einen riesen Fortschritt gemacht. Also ich weiß, als mein Vater die dort das erste Mal tätig wurde, da haben wir gegenüber dem vorigen System, was aus dem klassischen Grubbern und dann mit einer Art Direktsaatmaschine drin bestand, da haben wir wirklich einen Ertragszuwachs generieren können in dem Moment und arbeitswirtschaftlich auch nochmal einen Arbeitsgang gespart. Ja, ich denke, das Thema oder die Diskussion, die wir geführt haben, zeigt, wie spannend das Thema ist. Ich möchte jetzt zum Schluss hier nochmal ganz kurz ein paar Gesichtspunkte zum Zusammenfassen. Herr Dr. Wechsung, wir haben ja von Ihnen gehört, dass das Klima einer doch rascheren Veränderung unterliegt, also rascher, als wir vielleicht ursprünglich mit den Modellen vorhergesehen haben, dass wir uns schon darauf einstellen müssen, dass wir länger anhaltende Trockenperioden sehen, aber natürlich auch unter Umständen länger anhaltende Niederschlagsperioden oder Niederschlagsumgebungen sehen, was dann unter Umständen auch zu Hochwasser, zu Erosion führen kann. Herr Bartmann, wir haben von Ihnen gehört, Sie kommen ja aus einem Umfeld raus, aus einem betrieblichen Umfeld, wo Sie mit Trockenheit schon öfter konfrontiert worden sind, wo das ganz klare Votum hingeht zum am Ende finden der speziellen Intensität. Ich glaube, das ist die Überschrift, zu sagen, wie kann ich Fruchtfolge optimieren, wie kann ich meinen Input, wie kann ich die Input-Entscheidungen treffen. Da glaube ich, ist noch ein Thema, das offen ist, Langzeitprognosemodelle, da eine Unterstützung zu finden. Herr Dr. Langner, wir haben von Ihnen gehört, dass natürlich der Baustein Ernteversicherung zunehmend natürlich sehr interessant wird, um einfach eine Basisabsicherung für den Betrieb, um die Existenzgefährdung abzuwenden, dass das ein Thema wird, was wir auch in Deutschland auch zeitnah voraussichtlich sehen werden, Angebote sehen werden, wo ich mir auch vorstellen kann, dass die Betriebe sehr, sehr stark darauf gehen. Und Philipp, wenn wir uns den technischen Bereich anschauen, wir gesehen haben, dass wir global mit
mit unterschiedlichsten Situationen jedes Jahr konfrontiert werden. Das heißt, wir sind geübt, unter großer Nässe zu arbeiten. Wir sind aber geübt, in sehr, sehr trockenen Bedingungen zu arbeiten. Aber am Ende geht es ja immer um das Thema Präzision, vor allem bei der Aussaat, in Einbettung, in am Ende Einzelpflanzen zu betonen, um am Ende dann auch gerüstet zu sein für eine sehr, sehr gute Situation, für eine sehr gute Ernte, aber natürlich auch gerüstet zu sein, wenn es trocken wird. Wenn es heiß wird, muss man ein bisschen eingrenzen, weil da kommt man irgendwann tatsächlich an die Grenzen, aber auch da das Optimum rauszuholen. Ja, an unsere Zuschauer gerichtet, vielen Dank für das Interesse, für die Fragen. Die Beiträge, die wir hier bei Horsch Live produzieren, die bleiben natürlich online. Also wir freuen uns auch in Zukunft über Fragen zu den Themen, über Anregungen. Und ich darf an der Stelle mich bedanken bei meinen vier Studiogästen hier für die lebhafte Diskussion, bei euch, bei Ihnen natürlich fürs Zuschauen und freue mich am kommenden Freitag, 2.12. um 19 Uhr auf den zweiten Talk hier bei Horsch Live mit der Überschrift Cash is King, mit der Fragestellung, wie müssen wir uns denn in den aktuellen Situationen finanziell aufstellen als Betrieb. Wir sehen teilweise sehr, sehr hohe Kosten, wir sehen aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr hohe Erlösmöglichkeiten, die man natürlich nutzen muss, aber die Volatilität, die da drin steckt, ist natürlich enorm geworden. Ich freue mich bis dahin, einen schönen Abend. Danke. We'll be right back.